Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 6. Hier am späten Donnerstagabend. Also Nacht ist es ja noch nicht, es ist Donnerstagabend und von daher können wir auch noch mal eine Runde Far Cry zocken, oder? Habt ihr Bock? Ich hab tierisch Bock. Ich hab mir heute mal rausgesucht, ne, nicht das da hinten. Ich hab mir heute mal rausgesucht, dass hier unten, wir haben ja, als wir den Konvoi angegriffen haben, könnt ihr euch erinnern, da haben uns ja die Bauern geholfen. Und jetzt habe ich mir eine jaranische Geschichte ausgesucht, wo es sich eben um diese Bauern handelt. Gott sei Dank, Gott sei Dank, haha. So. Wir fliegen jetzt einfach mal mit dem Fallschirm dahin. Ich denke mal, Olivia wird sich einen Weg außenrum suchen. Vermute ich einfach mal so. Guckt mal, ist es nicht, ist es nicht schön? Oh. Oh, ist das schön. Da müssen wir hin. Die Finca Tocca. So. Ach, genau im Schweinestall gelandet. Oder? Gibt's hier was? Ja, der Schweinestall, tatsächlich. Oh. Wer braucht denn im Schweinestall Metall? Bauern sicher nicht. Warte, erstmal schauen. Da ist es geschafft. Ja, da hast du es gleich geschafft. Wir nehmen nur alles mit, was nicht angenagelt ist. Guckt mal, Medizin braucht ihr doch nicht. Ihr ernährt euch doch bestimmt nur gesund, wenn ich mir das so richtig anschaue. Handtasche braucht ihr auch nicht. Ihr habt ja alles, was ihr wollt, hier auf. Das ist ein Hinweis auf das DLC. Wollen wir eigentlich die DLCs spielen? Habt ihr eine Idee? Wollen wir die spielen? Uns die mal angucken? Schreibt's mir einfach mal. So, hier haben wir alles. Haus müssen wir noch plündern. Hallo. Hallo. Ich hab das alles hier so satt. Komm her. Du hast es so satt? Dann. Osho hat lange nicht mehr zurückgeschrieben. Ich Okay. bin am Ende. So ein Idiot. Oder? Was sagst du? Hä? Ich glaube Du nichts. bist von Libertad, oder? Ja? Hören Sie auf, mich zu verfolgen. Junge Frau? Nein, ich möchte nicht. Oh Gott, die ist krank. Sie ist nur sauer auf mich, weil sie sauer auf Libertad ist. Ja, das hätte ich auch gesagt. So, die ist sauer, weil sie hier so viel Zeug verstecken. Schnell einstecken. Ich kann es kaum erwarten, mich Libertad anzuschließen. Dann geh doch bitte. Wollt nur in Ruhe schauen. Ach, Libertad anschließen und hier. Unzerstörbarer Fernseher. Oh Gott. Hoffentlich gibt es bald Roboter, die diese Und was kriegen wir im Gegenzug? Ihr kriegt nichts und ich nehme alles. Deal. Hier draußen ist noch was. Oh Gott, die kommt zurück. Schnell! Wenn die Soldaten uns zusammen sehen, sind wir tot. Ich bin Ja. es leid. So. Wo sind denn hier Soldados? Wo denn? Los, los, auf was? Böse Hand. Und ciao. Komm her. So. Keine Soldados mehr da. Gut, genug rumgespielt. Entschuldigung, ich helfe Ihnen mal. So. Ich bin es leid, alle Bauern hier ständig überzeugen zu müssen, Libertad zu helfen. Was macht die Guerilla schon für uns, außer unser Leben in Gefahr zu bringen? Ihr sagt zwar immer, wir kämpfen für die Menschen, aber ihr wisst nicht mal, wer diese Menschen sind, oder? Heute ist der Tag, an dem Libertad sich bei mir und meinen Bauern revanchieren wird. Denn sonst werden wir euch Heuchler nicht mehr helfen. Verstanden?
Statte den Höfen Arese, Duarte und Hinojosa und der Casa Rivera einen Besuch ab. Hilf ihnen bei allem, wobei sie Hilfe brauchen. Lass sie wissen, dass sie nicht vergessen wurden. Wenn meine Bauern glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und wir werden Libertad weiterhin helfen. Ist ja gut. Mann. So, komm, Olivia. Au. Wir müssen helfen. Ich weiß nicht, 90 Folgen? Sind wir nur am helfen? Hallo? Ma'am? Hallo? 90 Folgen sind wir nur am helfen und jetzt kriegt man den Auftrag, dass wir helfen sollen. So. Okay. Letzte Mal habe ich gesehen, wie gerade die Leiche meines Enkels aufhängt. Mein Gott, das war dein Enkel? Sie. Ich habe Jelena sofort gesagt, dass ich seinen Leichnam zurückbringe. Meine Tochter. Jelena meinte, ich könnte drei Leute finden. Okay. Ich dachte, Jelena wäre eiskalt. Sie kannte meinen Enkel. Oh. Das Wasser ist unter Strom, Leute. Wir hielten ein kleines Begräbnis für meinen Onkel. Warum glaubst du, hast du ihn ich habe keine Gummistiefel. Wer weiß. Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität ist zu gefährlich für mich. Kannst du diese Kabel lösen? Schi, ich helfe dir. Wenn du mir dabei hilfst, helfe ich, Libertad. Au. Wir probieren es nochmal. Wir haben ja ein bisschen Medizin geklaut. Sollte aber so funktionieren. So. Und? Ich komme nicht ran. Geht schon um das Kabel hier, ne? Einen Meter. Ah. Boah, es geht nicht. Es geht nicht. Keine Chance. Das ist also nicht der richtige Weg. So geht's auch nicht. So. Hier irgendwas machen. Ach Mist. Gut. Ist irgendein Hilfsmittel oder so? Mal umschauen. Schauen uns mal um. So. Benzol. Das werden wir nicht brauchen. Wie kann ich denn da unten dieses Kabel lösen? Medizin. Die Tasche. Da draußen ist noch ein bisschen was bei Olivia. So. Olli, bin da. Hier unten hast du was entdeckt. Okay. Und das war's, oder? Mehr haben die hier nicht? Na ja, gut, das sind arme Bauern, ne? Jetzt noch ärmer. Mist, wie macht man das? Wie machen wir das? Das Wasser abstellen vielleicht eventuell? Guck mal. Vielleicht geht's ja dann. Perfekt. So. Läuft das jetzt ab? Oder pumpt da jetzt jemand das Wasser ab? Nein?
oder jetzt gibt es eine Möglichkeit, dahin zu springen. Yeah! So. Gute Arbeit, Libertad. Dankeschön. Gracias. Dankeschön. Signora Toca, ich habe Signora Rivera mit Elektrik geholfen. Ist sie jetzt zufrieden? Scheint so. Wollte sie, dass du noch mehr für sie tust? Nein. Sie hat mir einfach ständig gedankt. Klingt nach ihr. Gut. Okay, also einfach ein paar Rätsel lösen und dann geht das schon seinen Gang hier, denke ich mal. Werden wir einfach machen. Wir suchen jetzt eine leuchtende Katze? Ja. Ist das eine große Klappe? Mann, Mann. Ist mal blöd anquatschen hier. Schnapp zu. Hoffentlich nimmt die jetzt auch den Soldaten und nicht den... Olli? Was? Sehr gut, Olli. So. Olli? Was? Komm her, Lucio! Alles gut, alles gut. Den hab ich mich gekümmert hier. Es ist alles gut, alles fein. Okay. War's schon? Gut. Hab ab! So, na dann. Finde eine Übergabestelle. Möchte ich nicht unbedingt. Hallo. Ich habe ein PS. Okay, dann hier nach links. Und da wären wir auch schon. Alle hops. Oh, hier ist eine Libertad-Kiste. Warum sind die alle tot? Waren die Soldaten schon hier? Ich vermute. Genau. So. Ja. Ich bin zu dick. Ich bin einfach zu dick. So. Okay. Hier ist aber irgendwo unser Ziel. Der Zettel. Der Zettel, der dort lag. Ich sollte Signora Toca anrufen. Ja, aber lass uns das erst... Signora Toca, ich habe schlechte Nachrichten wegen der Finca Hinojosa. Die Soldados haben dort Menschen hingerichtet. Wen? Ein älteres Paar und zwei Guerilleros. Wahrscheinlich ihre Söhne. Verdammt. Die Jungs haben immer damit angegeben, Guerilleros zu sein. Sie haben die Aufmerksamkeit auf ihre Eltern gezogen und... Naja... Was kann ich tun? Nichts. Ich schicke jemanden hin. Es ist nicht die erste Familie, die exekutiert wurde. Das ist die traurige Wahrheit. Schade. Komm zurück! So, der andere Hund hat sich verkrümelt. Hey, Krümel. Sitz. Gut, wir müssen weiter. Hier unten ist doch auch irgendjemand, oder? Auf sie! Olivia, gib dein Bestes. Ich such die Brücke. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, Lusso. So. Puh. Nee, wir machen hier keinen Körper. Hast du mal gesehen, wie tief das Wasser ist, Dani? Sehr gut, Olivia. So, warte, wir müssen schauen, was hier abgeht. Oh,
Und los! Ganz vorsichtig. Die Ratte hat mich ab. Volusia, komm her! Wo ist denn da noch was? Ach, die hat sich getraut zu schießen. So. Rede einfach, dann hören wir auf. Schnapp zu. Jetzt hab ich dich, Tingau. Lass mich sehen. Auf diesem Hof gibt es ein Ungezieferproblem. Volusia, hier. Auf diesem Hof gibt es ein Ungezieferproblem. Blub-blub-blem. Medizin werden wir brauchen. So. Hier ist irgendwo noch ein Gebetsschrein. Hier. Sanida. Unglaublich. Okay. Hier ist nochmal Medi. Zack. So, wir befreien dich einfach mal. Ich will mal wissen, was mit dir los ist. Vielen Dank. Klar. Kein Problem. Dieser Hurensohn hat das Feldlazarett von Libertad gefunden, das ich in meinem Haus verberge. Hat er es melden können? Nein, ich glaube nicht. Brauchst du sonst noch etwas? Ich? Nein. Ich habe Medizin, wenn du etwas brauchst. Du hast mein Leben gerettet und wie ich Petra schon sagte, ich helfe der Guerilla so lange, wie ihr Soldados tötet. Jetzt muss ich nur diese Leiche loswerden. Señora Toca? Ich habe Señor Duarte gerettet und einen neugierigen Soldado erledigt, der ihn belästigt hat. Haben Sie die versteckte Klinik gefunden, die von der Guerilla benutzt wurde? Nein. Ach, sehr gut. Wenn die Soldados diese Klinik finden, werden sie uns alle verhaften. Nein, ist nichts aufgefallen hier. Wiedersehen. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Alter. Das ist ein Waldweg, Leute. Hallo. Hallo. So. Genau. Ab zum nächsten Punkt. Hat die mein Pferd geklaut? Obwohl, ich glaube, die Pferde sehen alle selber aus. Sehen alle selber aus, ne? Sehen alle aus wie das andere. Zumindest die Soldatuspferde hier. Gut. Ach. Okay, Mädchen. Hallo. Was sind denn Sie? Que coño? Ich wollte mal was ausprobieren. Leute, nicht erschrecken. Geht gleich weiter in der Mission. Keine Sorge. Ich tue dir nichts. Hier war doch gerade ein roter Punkt. Hier. Vamos. Hey. Ich bin mit dir! Ja! Hey. Hey. Ich kann tatsächlich keinen Schleichangriff machen, ne? Los. Schießt du auf Olivia? Gut. Jetzt hören wir Spaß auf. Ach so. Ich wollte eigentlich einen Machetenkill machen vom Pferd aus. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Na gut. Machen wir später mal. Hallo. Hallo? Zerknüllter Zettel. Señor Arese. Wie furchtbar, dass Mitglieder Ihrer Familie von Soldates bedroht werden. Es hat heute wieder Knotter in die Zunge, ihr merkt das schon. Ich weiß langsam auch nichts mehr weiter. Ich bin es so leid. Bitte halten Sie durch. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen auf die eine oder andere Art antworten werde. Petra. Ja, wir sind ja gerade hier. Im Namen von Petra. Schlüssel, das für den Schuppen da hinten. So.
Mitnehmen. Mitnehmen. Da draußen steht einer zum Labern. Warte, ich komm gleich. Benzin brauchst du ja nicht, ne? Ich mache mir Sorgen. Signora Tocca, ich habe den Leuten auf der Finca Arrese geholfen. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn einen neuen Besitzer bekommt. Das hat sie so gestört? Einige Leute haben so winzige Probleme und denken trotzdem, das Ende der Welt naht. So ist das wohl. Ja, so ist das wohl. Da das alles erledigt ist, brauche ich selbst auch noch etwas Hilfe bei meiner Finca. Es wird auch nur ein paar Minuten dauern. Ich komme, Signora Tocca. Okay. Braucht die selber noch etwas Hilfe auf ihrer Finca? Alte Fink. Gut. Ja. So. Steuerung anzeigen. Brav, Pferdchen. Schnelle Drehung, galoppieren, beschleunigen, Wurfgeschoss wechseln, Straße folgen. Seitenwaffe einsetzen. Hier ist gar nichts, ne? R2 ist die Seitenwaffe. Wurfgeschoss, ist hier Granate, Baseball, Messer. Ich kann aber kein. Kann kein Machetenkill. Los jetzt. Oh. Dann. Hä? Warte mal. So, und so macht das. Okay. Also es funktioniert einfach nicht, ne? Das funktioniert einfach nicht. Oh. Olivia, aber gegen was kämpfst du? Schwinde! Lass dich hier nicht mehr blicken! Weh, ich sehe dein Kadaver hier nochmal. So. Fleisch eines amerikanischen Krokodils und Hasenfleisch. Sehr schön. Und da war noch ein Fisch. So, Metall nehmen wir noch mit. Nehmen wir alles noch mit. Medizin nehmen wir noch mit. Jetski nehmen wir nicht mit. Olivia. Der Fisch springt hier immer wieder, ne? Komm noch mal. Hä? Na komm. Okay. Macht doch nicht. Schade. War ich wohl zu nah dran. Gut. Nichts zu verbergen. Da müssen wir hin. Oh, ich sehe, wir sind schon wieder über die Zeit. Leute. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit der Bauernmission. Bauernfängerei. Und würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid und wieder einschaltet. Weil dann ist ja auch schon Freitag. Dann ist ja auch schon Wochenende. Und warum liegt denn hier unten ein Schiff im Wasser? Und warum ist denn da ein Krokodil? Sehr gut. Tipptopp. Das war gut. Das hast du Knorke gemacht, wa? Noch sowas? Warum? Was ist das für ein Boot? Ist das einfach nur ein Boot? Das ist nicht einfach nur ein Boot. Ja, Dani. Komm. Und zurück. Ey, die bösen Krokodile kommen. Ich höre sie schon hinter mir. Kann auch Olivia sein oder mein Magen. Meins ist Olli. Brennt's immer noch. Ja, Leute, wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr tierisch... okay, nochmal. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ich... nochmal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Far Cry 6. Und ja, unsere Bauernfängerei-Mission. Also, für heute war's das. Dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.